sehen, was euch heute erwartet. Basic Video Nummer 2 und wir legen auch gleich los. Ich starte zuerst mit dem Lippenstift und zwar verwende ich hier einen Lippenstift von MAC. Das ist die Farbe Orange. Finde ich sehr gut und passend für den Sommer. Deswegen werde ich mit dem hier gleich loslegen. Passend dazu verwende ich noch einen Lip Liner von BH Cosmetics. Der ist waterproof, wasserfest und ist die Farbe Nude. Am wichtigsten ist natürlich die Lippenform. Die Lippenform deswegen, weil es ja schmale Lippen gibt, es gibt volle Lippen und es gibt natürlich auch Lippen, die etwas ungleichmäßig sind. Deswegen muss man hier auch etwas nachhelfen, indem ihr einfach mit dem Lip Liner nachkorrigiert. Am besten, ihr denkt euch eine Achse durch die Mitte der Lippen und dann eine Achse so und schaut euch mal die beiden Hälften an. Versucht eure Lippen immer passend auszugleichen und dann natürlich mit dem Lippenstift auszufüllen. Kurz zusammengefasst, ich habe mit dem Lip Liner quasi meine Lippenkontur nachgezogen und habe das Ganze auch ein bisschen ausgefüllt, damit es dann auch ein bisschen deckender ist für den Lippenstift. Den Lippenstift trage ich mit einem Lip Pencil auf und zwar deswegen, weil man mit dem Lip Pencil einfach präziser arbeiten kann und das natürlich bei einem Lippenstift wirklich wichtig ist, dass die Form genau nachgezogen wird. Wenn ihr den Lippenstift jetzt fertig aufgetragen habt, nehmt euch einfach einen Kleenex und einfach nochmal abtupfen. So, sollte das dann passen. Das hat folgenden Effekt. Der Lippenstift glänzt nicht so arg, ist etwas matter und natürlich, wenn ihr was trinkt, färbt das nicht sofort ab. Für alle, die noch nicht so mit dem Lippenstift vertraut sind bzw. Angst vor grellen oder dunkleren Farben haben, ich würde euch empfehlen, fangt einfach mal mit einem helleren Lippenstift an, wo man quasi die Konturen nicht so genau nachzeichnen muss. Man sieht dadurch auch nicht so wirklich die Patzer und ihr habt die Möglichkeit, eben auch ruhig größer nachzuzeichnen und das fällt dann auch nicht so stark auf. Bei dunkleren Lippenstiften ist eigentlich nur zu berücksichtigen, dass ihr die Konturen genau nachzeichnet, was relativ schwer sein wird, gebe ich ehrlich zu. Aber da könnt ihr euch auch noch ein bisschen helfen, indem ihr einfach in eurer Handtasche einen Concealer dabei habt. Das kann ein cremiger Concealer sein oder auch ein Liquid Concealer, je nachdem, was euch besser liegt. Und zwar reicht es, wenn ihr einfach den äußeren Lippenrand nachtupft, wo ihr quasi hinausgepatzt habt mit dem roten Lippenstift. Und dann einfach mit einem Wattestäbchen schön hineinarbeiten. Also ich habe in meiner Handtasche immer ein Wattestäbchen und einen Concealer. In dem Fall könnt ihr als Concealer natürlich auch den hier verwenden, passend zu eurem Hautton. Und dann mit dem, wie gesagt, nacharbeiten. Und somit habt ihr jegliche Fehler beseitigt. Ein weiterer Tipp für alle die, die eine lange Nacht vor sich haben und wollen, dass der Lippenstift möglichst lange hält, kann ich euch den Rat geben, dass ihr davor einen Lip Primer auftragt. Ein Lip Primer, was genau ist das? Ist eigentlich nichts anderes als eine Art Concealer für eure Lippen, macht aber folgendes, dass der Lippenstift etwa einige Stunden länger haltet. Als Beispiel hier habe ich den von BH Cosmetics. Und zwar sieht das Ganze so aus, das ist einfach eine kleine Tube, auch cremige Konsistenz, ja, also könnt ihr euch ganz einfach vorher auf die Lippen auftragen, bisschen einwirken lassen und dann sofort mit einem Lippenstift drüber. Was auch ein super Tipp ist, wenn ihr wollt, dass das ein bisschen hält, also nicht ewig lang, aber ein bisschen, würde ich sagen, verwendet ein transparentes Puder. Und zwar habe ich hier eins von MAC, das ist das transparente weiße Puder. Könnt ihr auch ganz einfach mit dem Finger auftragen und zwar ganz leicht auf die Lippen tupfen. Für alle die, die sich jetzt
fragen, ob das Puder eure Lippenstiftfarbe verfärbt. Nein, tut es nicht, solange es ein transparentes Puder bleibt. Habt ihr wirklich einen Lippenstift, der so grell ist wie meiner und ihr habt ein bisschen Angst, dass das jetzt irgendwie verfärben könnte? Ihr könnt einfach von einem Kleenex die Hälfte nehmen, also nehmt euer Kleenex auseinander in der Mitte und zwar so. Legt euch das auf die Lippen und pudert hier drüber. Also ganz einfach mit einem Pinsel schön drauf pudern, runternehmen und dann ist das quasi ganz leicht durchgefiltert worden, weil es eben nur so eine ganz dünne Lage ist und es hält trotzdem auch den ganzen Abend. Das war es jetzt zum Lippenstift-Video bzw. zu meiner Lippenserie. Falls ihr noch nicht mein Eyeliner-Video gesehen habt, dann könnt ihr das jetzt hier nochmal nachgucken. Ich verlinke euch das Video hier, ist echt ein cooles Video für alle die, die mit dem Eyeliner durchstarten wollen. Und ja, seht es euch einfach gleich nach diesem Video an. Dann habt ihr quasi die Basic-Serie auf dem aktuellen Stand und könnt sie auch weiterhin verfolgen. Unten in der Beschreibung findet ihr wieder alle Produkte, die ich in diesem Video verwendet habe und auch natürlich die Links zu Facebook, Twitter, Instagram und meinem Blog. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und über neue Abonnenten, die gerne meiner Serie weiter folgen möchten. Bleibt dran und seid gespannt auf das nächste Video.